Alles ist in Ordnung. Alles ist belegbar. Aber Kollege Adam, öffnen Sie die Tür. Das ist eine Weisung. Zum Dida. Jetzt steht uns die ganze Welt offen. Ich habe nur zwei Fragen. Erstens, willst du dein Studium wirklich sausen lassen? Zweitens, denkst du überhaupt nicht an deine Eltern? Wer sind eigentlich diese schrägen Vögel in deiner Wanne? Das war schon die dritte. Was? Frage. Nehmen die Kader, wie sie kommen. Was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig. Nur die Besten kommen in die Industrie. Naja. Die beiden haben nämlich an der Universität ein ganzes Programmpaket zu Schrott gefahren. Kommen Sie nicht mehr rein. Das ist nicht meiner. Ich trage keinen. Unser Haus bleibt sauber. Wir scheitern, weil wir nicht genügend Gehirnschmalz investieren. Dabei macht man Ideen buchstäblich aus nichts. Also aus dem einzigen einheimischen Rohstoff, über den wir in ausreichender Menge verfügen. Angsthase. Code. Bürokratenknecht. Revoluzzer. Staatsdiener. Terrorist. Lange brauche ich dich ja nicht mehr zu ertragen. Sind Sie da so sicher? Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Vielleicht, dass du mich vergötterst? Ich drohe Ihnen fast zu erliegen, Madame. Im Kurs für Erste Hilfe habe ich 11 Arten gelernt, wie man Leute vergiften kann. Wir lieben und brauchen die Ungeduldigen. Jedenfalls bemühen wir uns leitungsseitig sehr stark, diese Ungeduld in schöpferische Bahnen zu lenken. Ich zitiere aus dem Wachbuch des Betriebsschutzes, aufgefunden in der Rechnerstation, Sektgläser, Sektflaschen, Schallplatten, Damenunterwäsche, Herren so. Disziplin erkennt man daran, dass keiner widerspricht. Und Arbeitseifer am vollen Papierkorb. Wir haben die Initiative unserer Menschen. Bitter nötig.